Hallo und willkommen zu einem neuen News-Video eures Lieblingsmuttis. Kommt, jetzt seid mal ehrlich, wer von euch ist mittlerweile schon genervt, wenn er ein Video von mir sieht, das mit Vega beschriftet ist? Und schon haben wir das Thema für die heutige Umfrage. Also teilnehmen bitte. Die Teilnahmebedingungen sind übrigens, gibt's gar nicht. Jedenfalls ist mir natürlich klar, dass Vega sicher langsam einigen auf den Sack geht. Aber da müsst ihr aktuell einfach durch. Genauso wie die Hardcore-PC-Freaks durch die Konsolenvideos. Und das hier ist ja schließlich kein Kindergeburtstag. Wir sind schließlich nicht zum Spaß hier, sondern wollen nur pure Fakten und sonst nichts. Nee, Moment mal. Das war, glaubt ihr, Ansprache für einen ganz anderen Kanal. Na klar sind wir zum Spaß hier. Trockene Fakten gibt es schließlich woanders. Nur bei mir gibt es 80% unnötige Laberei und 20% Fakten. Oder war's doch umgekehrt? Ach, egal. Bevor es nachher noch 90% werden, kündige ich mal ganz feierlich mein Intro an, das euch ganze 7 Sekunden puren Spaß bringt. Und danach gibt's knallhart die neuesten Fakten zu AMDs Vega serviert. Also, bis gleich. Und genug Spaß gehabt? Okay, dann lasst uns nun zum Ernst des Lebens bzw. diesen Videos kommen. Denn nun ist es amtlich. Nee, Quatsch. Amtlich ist es nicht. Aber sagen wir es mal so, es ist ziemlich sicher, welche Modelle der EX Vega es nun geben wird. Wie üblich hat AMD hier nichts Offizielles preisgegeben, sondern es wurden Informationen in einem Forum gestreut. Ob dies nun von der PR-Abteilung initiiert wurde oder nicht, das kann uns ja eigentlich herzlich egal sein. Jedenfalls sind die Angaben recht glaubwürdig und sogar sehr sinnvoll. So sinnvoll, dass ein gewiefter Monty mit funktionierender Glaskugel ja sogar hätte selbst drauf kommen können. Und jetzt kommt schon. Ihr kennt meine Videos doch langsam und wisst, dass ich immer so weit aushole. Also, hört doch auf, so ungeduldig zu gucken. Die Daten kommen doch gleich. Wobei, mir fällt gerade eigentlich auch gar nichts mehr ein. Von daher lasst uns mal mit dem kleinsten Modell beginnen. Dieses nennt sich dann Radeon RX Vega XL und bietet 3584 von 4096 Shadern. Zur Speicherausstattung gibt es hier übrigens keine Infos. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass hier nur 4 GB zum Einsatz kommen werden. Von daher sage ich mal ganz großspurig, dass 8 GB HBM2 zum Einsatz kommen. Der Vega-Chip allein darf sich dann 220 Watt leckeren deutschen Biostrom gönnen. Sie soll aber auch mit umweltschädlichem Kohlestrom ohne Additive laufen. Der Gesamtplatine stehen dann gar 285 Watt zur Verfügung. Das sind dann schon mal 35 Watt mehr, als eine Standard-GTX 1080 Ti von Nvidia schlürfen darf. Also selbst beim kleinsten Modell schon mal ersichtlich, dass Vega kein Stromsparwunder wird. Ja, und ein kleines Atomkraftwerk im Garten sicherlich gute Dienste leisten könnte. Wie es aussieht, wird es von der XL-Version kein Referenzdesign geben und diese daher erst ein paar Wochen nach dem offiziellen Release am 30. Juli erscheinen wird. Also nach dem 30. Juli dann. Und nun steigen wir eine Klasse auf zu Radeon RX Vega XT. Und hier gibt es eigentlich schon die volle Vega-Power mit allen 4096 Shader-Einheiten und 8 GB HBM2 Speicher. Und wo ist jetzt der Haken? Ja, der ist allein bei der Stromaufnahme zu suchen. Denn auch die XT muss sich mit 220 Watt für den Chip und 285 Watt fürs Board begnügen. Das klingt zwar sehr viel, aber es ist tatsächlich ein beschnittenes Powerlimit im Gegensatz zur stärksten Variante. Beide Versionen, also die XL und die XT, bekommen übrigens einen schicken DHE-Luftkühler spendiert. Zumindest in der Referenzversion. Und dass die DHE-Kühler nicht sonderlich leistungsstark sind, sollte eigentlich jedem regelmäßigen Zuschauer dieses großartigen Kanals bekannt sein. Also ist es mit entsprechenden Custom-Varianten sicherlich möglich, noch deutlich mehr Strom zu verbrauchen, womit dann auch im Winter für eine angenehme Raumtemperatur gesorgt wird und man auch mal ohne Handschuhe zocken kann. Ein sicherlich nicht so ganz unwesentlicher Vorteil von RX Vega. Und wie bei Enthusiasten üblich, interessieren uns die kleinen Modelle doch gar nicht, sondern nur das dickste ist wirklich interessant. Und das dickste Modell nennt sich dann XTX. Und ganz ehrlich, wieso AMD schon wieder so ein schwachsinniges Namensschema wählt, ist mir ein Rätsel. AMD macht seinen Kunden doch das Leben nur unnötig schwer. Wenn ich nur an die letzte Generation denke, mit R7, R9, 390 Fury, XY Nano. Wenn selbst ich in meinem jugendlichen Alter schon Probleme habe, da durchzublicken,
wird ein Laie es erst recht nicht können. Und bei XL, XT und XTX sieht es auch nicht gerade rosig aus. Also zurück zu XT, XL, XRX, Vega. Bei AMD waren die X'e wohl im Sonderangebot, denke ich mal. Jedenfalls nutzt die XTX natürlich auch die vollen 4096 Shader-Einheiten und 8 GB HBM2 Speicher. Jedoch darf hier deutlich mehr Strom aus Nachbars Steckdose gezapft werden. Stolze 300 Watt für den Chip und 375 Watt fürs ganze Board, das sind meine Ansage. Und da AMD sich durchaus bewusst ist, dass ein DAE-Kühler mit so gewaltigen Wärmemengen nicht klarkommt, setzt AMD mal wieder auf eine Kompaktwasserkühlung. Also an sich ähnlich wie bei der Fury X. Nur, dass man dieses Mal die Wahl hat, ob Luft- oder Wasserkühlung angesagt ist. Nur, dass man bei Luftkühlung dann halt ein niedrigeres Powerlimit hat. Am Ende wird es aber sicherlich Custom Designs mit Luftkühlung von der XT geben, die sich auch mal ihre 375 Watt genehmigen können. Oder wer weiß, vielleicht ja sogar XTX Custom Modelle. Hier glaube ich aber, dass es von der XTX keine Custom Modelle geben wird. Aber ich betone hier ganz klar das Wort Glaube, denn ich weiß es schlicht nicht und meine Glaskugel hat heute leider Urlaub. Tja, und was sagt der Monty jetzt dazu? Naja, wenig Überraschung eigentlich. Nachdem die Frontier Edition auch in zwei Versionen mit Luft- und Wasserkühlung kam, konnte man sich ja eigentlich denken, dass es bei RX Vega genauso kommen wird. Und eine 3584 Shader-Version war ja eigentlich schon länger im Gespräch. Bei dieser ist jetzt halt nur noch die Frage, wie viel Speicher diese denn nun bekommen wird. Aber eigentlich ist alles unter 8 GB aktuell in dieser Klasse einfach absoluter Nonsens. Ich jedenfalls finde es gut, dass AMD uns die Wahl überlässt, ob man sich nun wirklich eine Kompaktwasserkühlung in den PC schrauben will oder halt nicht. Denn zum einen hat nicht jeder den Platz dazu und vielleicht ist es ja auch gar nicht nötig. Ich bin daher ziemlich gespannt auf die Custom-Modelle, zumindest der XL- und XT-Version. Tja, und wie es leistungsmäßig aussieht, das weiß aktuell weiterhin noch niemand. Ich kann hier nur auf mein Video zum Thema hinweisen, in dem ich erkläre, dass die Frontier Edition wohl aktuell noch lange nicht das volle Potenzial von Vega ausnutzt, da noch sehr viele Funktionen deaktiviert sind. Und dies haben mittlerweile viele Tests bestätigt. Von daher steht uns eventuell doch noch ein richtiger Leistungsknaller ins Haus. Dass ich das aber nicht erwarte, das wisst ihr ja sicherlich. Mich persönlich erschreckt eigentlich nur der hohe Stromverbrauch etwas. Okay, AMD ist noch nie knickrig beim Stromverbrauch gewesen, aber bei 375 Watt wird es dann doch so langsam grenzwertig. Und ich werde auch nicht müde, hier nochmals die 1080 Ti von Nvidia in der Standardversion mit 250 Watt zu nennen. Ja klar, zum Beispiel meine Aorus 1080 Ti kann auch 375 Watt nutzen, wenn ich das TDP-Limit anhebe. Sinn ergibt das aber wenig, da sich die paar Megahertz Mehrleistung einfach nicht lohnen. Noch dazu klopft dann immer der Herr vom RWE bei mir an und fragt, ob ich nicht alle Latten auf dem Zaun hätte, da die Nachbarn keinen Fernsehen mehr gucken können. Unverschämt eigentlich. Was interessieren mich die Nachbarn, wenn ich zocken will? Und wer weiter auf dem Laufenden zu Vega und auch aktueller Gaming-Hardware gehalten werden will, muss was machen? Richtig, abonnieren bitte. Es tut nicht weh und ist unheimlich entspannt und beruhigend. Versucht's einfach mal, ihr werdet mir dankbar sein. Und der Like-Button guckt auch schon ganz gierig, also seid doch nicht so. Und ja, heute gibt es auch wieder einen Kommentar des Tages. Heute bin ich zeitlich nämlich deutlich entspannter als bei meinem letzten Video. Und heute gibt es dafür auch mal wieder so einen richtig freundlichen und fröhlichen Kommentar, der uns allen gute Laune bei diesem Scheißwetter draußen bringt. Und diese gute Laune-Bombe kommt von Flo Antara. Er schreibt nämlich diesen außerordentlich höflichen Kommentar. Das Video besteht aus 10% Inhalt und aus 90% Scheißegelaber. Und die drei Ausrufezeichen sollen wohl ein bisschen Nachdruck verleihen und mich damit dreimal kränken. Aber das gelingt ihm leider nicht. Denn wie ich im Intro ja auch schon sagte, ist mir das durchaus bewusst. Und es ist auch so gewollt, MacAntara. Und wer pure, hundertprozentige Infos will, liest sich am besten einschlägige Seiten im Internet dazu durch oder guckt sich Versteinertermin einiger anderer YouTuber an. Jedem, wie es ihm gefällt. Aber bei mir gibt's nun mal Infos plus Scheißegelaber. Und ob du es glaubst oder nicht, den meisten meiner Zuschauer gefällt das auch noch. Und wem es nicht gefällt, den frage ich jetzt ganz ernsthaft, wer zum Teufel hat dich gezwungen, dir dieses Video anzusehen? Ich weiß zwar, dass mein gottgleiches Gesicht auf vielen Thumbnails dazu verleitet,
mal in meine Videos reinzugucken. Aber man muss es doch nicht gleich komplett gucken, wenn man ein so humorbefreites Leben führen will. Also Flo, bitte verzieh dich besser. Vielleicht bietet dir Bibis Beauty Palace ein bisschen mehr Inhalt. Es soll knapp 4 Millionen Leute geben, die das genauso sehen. Doch, genug Scheiße gelabert für heute. Ihr wollt doch sicherlich so langsam mal was Sinnvolleres machen, als meine Videos zu gucken, oder? Zum Beispiel Streichhölzer stapeln, Regentropfen zählen oder alle Videos auf YouTube gucken, die mit Hallo meine Lieben beginnen. Also, viel Spaß damit, aber vorher gibt's mit meiner Endcard noch ein bisschen was fürs Auge. Danke fürs Zuschauen, bis dann.